In den teilweise fast ländlichen Vororten von Köln kann man einige Perlen der romanischen Baukunst finden. Die sogenannten 13 kleinen romanischen Kirchen Kölns. Die mit am bekannteste ist in Lindenthal das Krieler Dömchen. St. Stephanus wurde vermutlich im 10. Jahrhundert erbaut. Im Südportal sind zwei mysteriöse Volutenkreuze eingemauert, die so fast nur in Köln zu finden sind. In Dünnwald findet man St. Nikolaus, ein altes Frauenkloster. In Esch kann man St. Martinus besichtigen. Das Gebäude zeigt Spuren zahlreicher Umbauten und Erweiterungen. Die älteste Bausubstanz stammt aus dem 11. Jahrhundert. Der alte Turm in Heumar, St. Cornelius, stammt vermutlich aus dem 12. Jahrhundert. In Löwenich, dem römischen Luviniacum, findet man St. Severin, das erstmals 1028 erwähnt wurde. Von St. Brictus in Merkenich ist nur noch der Turm erhalten. Der Stadtteil Porz liegt direkt am Rhein. In Porz-Zündorf befindet sich St. Michael, eine ehemalige Klosterkapelle aus dem 13. Jahrhundert. St. Martin aus dem 12. Jahrhundert. Und die Nikolauskapelle, die kleinste um 1100 erbaute romanische Kirche Kölns. In Niel ist Alt-St. Katharina nicht nur aufgrund seiner Lage direkt am Rhein sehenswert. In Rheinkassel findet man die eindrucksvolle Kirche St. Amandus, die vermutlich vom Amanduskloster in Elno gegründet wurde. Die Schifferkirche Alt St. Maternus in Rodenkirchen beherbergt heute noch ein altes romanisches Taufbecken. Alt St. Heribert in Deutz wurde 1003 gegründet und war aufgrund der rechtsrheinischen Lage oft Schauplatz von Auseinandersetzungen. Der aus dem 12. Jahrhundert kunstgeschichtlich sehr wertvolle, goldgeschmiedete Heribert-Schrein ist heutzutage in Neu-St. Heribert zu sehen.